Wir freuen uns heute mit Elisa Senz, die Kapitänin der Bayern 04 Frauen, bei uns begrüßen zu dürfen. Und mit Janu Lewels, einer der vielen Neuzugänge aus dem Sommer, das ja auch ein bisschen für den Umbruch im Sommer steht. Erstmal herzlich willkommen bei Auf ein Bit mit Elisa und Janu. Schön, dass ihr bei uns seid. Elisa, 3 Spieltage sind gespielt. Wie siehst du den Saisonstart? Ich glaube, wir sind ganz gut reingestartet. Also auch in Meppen erstmal mit dem Sieg beim DFB-Pokal, den wir da klar für uns entscheiden konnten, war es echt ja, ein super Einstieg für uns in die Saison. Klar war es dann super schwer, dann irgendwie so in Wolfsburg dann was Zählbares zu holen. Aber ich glaube, mit dem ersten Heimsieg gegen Nürnberg und vor allem jetzt auch in Hoffenheim haben wir auf jeden Fall gezeigt, wie viel Potenzial in der Mannschaft die Saison steckt. Ja, und für dich ist die Liga neu. Du hast dein Debüt in Wolfsburg gegeben. Was bedeutet das für dich? Ja, für die Bayern 04 Frauen zu spielen und jetzt in der Bundesliga aktiv zu sein. Ich bin ja sehr happy, dass ich meinen nächsten Schritt in meine Karriere gemacht habe. Ich meine, ja, Bundesliga ist sehr starke Liga und ja, es bedeutet ja sehr viel für mich und ja. Wie waren jetzt die ersten Erfahrungen für dich, auch Bundesliga-Debüt und jetzt hier neu in der Mannschaft zu sein? Ich fühle mich eigentlich direkt von Anfang an sehr wohl in die Mannschaft. Die sind alle sehr nett und ja, wir helfen einander. So, ja, ich fühle mich sehr gut. Ja. Welchen Anteil hat auch Elisa da dran als Kapitänin? Nee, ich meine, Elisa ist ein echter, richtig guter Kapitän und sie hilft mir sehr oft, wenn ich ja, irgendwelche Frage habe oder ja, so. Sie hat mir gut. Geht mein Bestes. Ja. Danke. Genau, direkt dann nämlich daran anknüpfend. Im Sommer gab es diesen großen Umbruch. Es sind insgesamt 12 Neuzugänge. Wie schafft man es, aus so einem komplett neu zusammengesetzten Kader jetzt eine Einheit werden zu lassen? Ist natürlich nicht immer so ganz einfach. Ne? Du hast halt super viele Charaktere, die gehen, dann aber auch Spielerinnen, die halt neu dazukommen. Einige Spielerinnen, die auch aus der Jugend hochkommen, die halt noch gar nicht so viel Erfahrung haben im Frauenbereich. Aber ich denke, so ein gutes Trainingslager, wie wir es hatten, trägt auf jeden Fall dazu bei, sich halt näher kennenzulernen und so die ersten Erfahrungen, sage ich jetzt mal, miteinander zu machen. Aber klar, jeden Tag so zusammen in der Kabine zu sein, jedes Testspiel miteinander zu bestreiten, also Schritt für Schritt, lernt man sich dann einfach besser kennen und weiß dann nicht nur fußballerisch, ey, wo sind die Laufwege, sondern auch so privat, ey, wie man sich dann halt besser versteht oder ob man mal privat was zusammen machen will. Und klar, dann, also muss man sich halt Schritt für Schritt so annähern, sag ich jetzt mal, und dann besser zueinander finden. Welche Aufgaben kommen dir denn dann nochmal speziell zu als Kapitänin? Ich glaube, einfach nochmal so die Verbindung zu schaffen innerhalb der Mannschaft. Wenn es auch darum geht, Mädels, lass doch einfach mal einen Teamabend organisieren, auch mal ja, ab vom Fußball was zusammen zu machen. Aber letztendlich auch, wenn es dann halt ums Spiel geht, sag ich jetzt mal, das Team nah beieinander zu halten, so Fragen zu klären, einfach nochmal Kommunikation aufrechtzuerhalten und ja da so ein bisschen die Strukturen bilden, dass wir genau wissen, ja, mit der und der spiele ich gerade zusammen und die tickt so und so. Also ja, dass wir uns einfach schnell miteinander vertraut machen. Ja, genau. Und wo du jetzt schon angesprochen hast, dass es auch abseits des Platzes funktionieren muss, haben wir eine kurze Fragenrunde für euch vorbereitet, wo ihr Fragen übereinander beantworten werdet. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, schauen wir. Mal gucken, wie gut ihr euch schon kennt. Also Elisa, wo ist Janu geboren? In den Niederlanden, ne? Ja. Kannst du es noch genauer definieren oder sonst lassen wir Niederlande natürlich gerne. In der Nähe von Romont. Genau. Sehr gut. Ja. Janu, wer ist das Idol von Elisa? Uff. Das ist, sage ich mal, so ein Klassiker. Ja, wenn du so eine Männerrunde fragst, im Fußball spezifisch, wer ist dein Idol, kommt es wahrscheinlich relativ oft. Der Goat. Messi? Ja? Ja? Ja, nee, das wüsste ich nicht. Hey. Elisa, welche ist Janus Lieblingsserie? Ich hätte jetzt gesagt, sowas wie New Amsterdam. So eine Ärzteserie. Vielleicht. Oder auf was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du also meinst. Du hast Prison Break, glaube ich, angegeben. Ach so, ja, Prison Break, ja, genau. Aber sonst auch New Amsterdam hast du natürlich auch gesehen, ne? Ja, auch gesehen. Janu, welche Filmreihe schaut Elisa am liebsten? Welche? Filmreihe, also welche Filme? Aha. Schwer, boah, ich weiß es nicht, ja. Okay, keine Ahnung. Ist wirklich schwer. Ja. Harry Potter? Ja, Harry Potter. Harry Potter. Oh ja, nee. Keine Ahnung. Lieblingsreiseziel von Janu? Das ist bestimmt hier in Europa, oder? Ja. Ja. Ich hätte jetzt gesagt Spanien.
Nee. ich oder mit deinem Freund zusammen, ja, irgendwie so da? Italien oder Bosnien. Ah, okay. Ja. Italien hast du auch angegeben, ich mit, ne? Ja, oder? Gemeinsamkeiten hier zwischen genau. euch. Welche Ausbildung hat Elisa? Oh, das weiß ich. Warte kurz. Ich weiß es eigentlich nicht auf Deutsch. Ich trinke schon mal. Ja. Genau. so Assistent. Ist auch nicht schlimm, wenn du es nicht weißt. Assistent von. Nee, sag mal. Vom Arzt. Vom Arzt, ja, genau. Krankenhaus. Ja, gut. Der. Ja, das ja. wusste ich. Scheiße, jetzt andersrum? Nein. Ja. Nein. Zum Glück. Nein, jetzt was ganz anderes, nämlich Fußball. Welcher Fuß ist Janus stärker? Der linke. Der gute linke, wirklich. Der ist überragend. Danke, Elisa. Easy. Und letzte, was macht Elisa so richtig sauer? Gibt es bestimmt mehrere Antworten, Elisa, aber... Im Fußball, korrekt. Oder? Im Fußball, ja. Ja, im Fußball. Oh, oh. Nee. Ich würde sagen... Wenn jemand nicht so 100% Einsatz, oder Einsatz heißt das so? Ja, kann man Einsatz sagen. Mhm. Das kannst du jetzt als korrekt oder falsch oder bewerten, je nachdem. Unter anderem, also unter eins anderem. Der Punkte, ja, du genau. hast ja gerade gesagt, sind so mehrere, aber ich mag auch zum Beispiel so schlechte Schiedsrichterentscheide. Ja, ja, ja. Bring ja, mich ja, ja. echt manchmal ich zum auch. Brodeln. Mhm. Aber ja. Das habe ich schon gesehen. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. weil du ja, das angegeben genau. hattest. Ja. Aber das war doch gar nicht so schlecht, oder? Also, wie war okay. okay. Wie würdest du denn dein neues Team jetzt beschreiben? Ja, wir helfen einander echt sehr gut, finde ich. Gute Motivation haben wir mit dem Training und auch beim Spielen, ja, aber auch so viele neue Spielerinnen, so wir brauchen auch ein bisschen mehr Zeit, so. Aber ja, ich finde es, wir machen es eigentlich sehr gut, so am Anfang. Und du kannst es jetzt auch noch mit der Vorsaison vergleichen, wo würdest du sagen, habt ihr an sportlichen Qualitäten gewonnen? Ich finde, wir haben einfach so ein krasses Fußballgefühl, also wir sind eine Mannschaft, die super ja. gern einfach miteinander kombiniert. Ja. Die auch hinten raus nicht nur lange Bälle pült, ja. sondern wirklich einen Spielaufbau betreibt. Und ich finde, wir haben brutale Schnelligkeit dazu gewonnen. Aber auch dann so Spielerinnen wie Nejanu, die halt in jeden Zweikampf geht. Auch, ja, dass jedes Spiel bislang echt super gemacht hat. Und trotzdem haben wir dann so Spielertypen, sei es mal wie eine Winnie, die dann einfach so eine Technikerin ist, die Spielübersicht hat. Also da haben wir, glaube ich, echt ja, viel Spielerinnen dazu gewonnen. Ja, und Elisa, wir schauen noch mal kurz zurück, weil du bist nach der vergangenen Saison zur Spielerin der Saison gewählt worden, was dich ja auch hier in der Bayer Arena sehr gefreut hat. Bei der Saisoneröffnung wurde das verkündet. Wie möchtest du das jetzt dieses Jahr, diese Saison noch toppen? Was ist dein Ziel? Ich glaube, unser Ziel muss es erstmal so sein, unter die Top 5 zu kommen. Und da kann ich halt wieder nur so meinen Beitrag leisten, indem ich halt weiter an mir arbeite, an meinen Defiziten und in jedem Training einfach 100% gebe, sodass ich dann halt auch immer beim Spiel fit bin und alles geben kann. Ist halt schwierig zu sagen, boah, wie willst du das toppen? Aber ich glaube, für mich ist auch so der Next Step, halt mal in die Nationalmannschaft eingeladen zu werden. Also das wäre noch das i-Tüpfelchen wirklich, was halt nach so einer Saison draufkommt. Ich finde, man darf auch nie alle Spielerinnen vergessen, die mir halt auch immer so den Rücken stärken in der Mannschaft und mir das überhaupt ermöglichen, dass ich halt so spielen kann, wie ich es letzte Saison getan habe. Und ja, klar, einfach so erfolgreich mit der Mannschaft zu sein und einfach wieder so konstant, sag ich jetzt mal, wie letzte Saison zu spielen. Und dann, glaube ich, ergibt sich vielleicht das eine oder andere von selbst. Ja. Und für dich ist quasi alles neu. Was hast du dir persönlich vorgenommen? Naja, ich hoffe natürlich viel zu spielen in dieser Mannschaft bei Leverkusen. Und was Elisa auch gerade gesagt hatte, Top 5 wäre ja super sein, um das so dieses Jahr zu erreichen zusammen. Also ja, das habe ich mir so vorgenommen für diese Saison. So ruhig reinzukommen und ja, einfach auch genießen von der Bundesliga. Und am Sonntag geht es jetzt erstmal weiter gegen Freiburg, genau. Heimspiel hier. Also supportet gerne die Bayern 04 Mädels. Danke, ja. dass ihr da seid. Ja. Danke. Danke.